Max Muster ist ein durchschnittlicher Bürger der deutschen Mittelschicht. Er hat eine Frau und zwei Kinder und wohnt in Karlsruhe. Vor 2 Jahren hat er sein Haus abbezahlt und ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Geldanlage. Mit Aktien und Fonds kennt er sich nicht so gut aus. Aber er hat Interesse an erneuerbaren Energien. Genauer gesagt überlegt er sich, Photovoltaikanlagen auf seinem Dach installieren zu lassen. Er hat schon viel im Internet recherchiert, aber widersprüchliche Meinungen gefunden. Deshalb ist er jetzt verunsichert. Von einem Freund hat er die App Green Energy empfohlen bekommen. Da er noch keinen Account hat, muss er sich zuerst registrieren. Dies macht er mit E-Mail-Adresse, seinem Namen und seinem Geburtsdatum. Er erlaubt der App, den Standort zu verwenden, da er weiß, dass manche Funktionen nur mit Standort oder mit Standort besser funktionieren. Benachrichtigungen möchte er erstmal keine bekommen. Zuerst möchte er sich informieren, genauer gesagt über die Solarenergie. Zuerst guckt er sich ein paar Funktionsweisen an, wie denn überhaupt Photovoltaikanlagen funktionieren, wie denn überhaupt Strom entsteht und liest sich dazu diesen Artikel durch. Nachdem er den Artikel durchgelesen hat, liest er sich noch viele weitere Artikel durch. Nun sind alle allgemeinen Fragen geklärt, aber er möchte wissen, ob es sich überhaupt lohnt, hier in Karlsruhe Solaranlagen installieren zu lassen. Dazu gibt es hier eine optimale Beratung, welche mithilfe von den Standortinformationen berät, ob es sich lohnt, Solaranlagen anzuschaffen oder nicht. Er ist sich nun sicher, dass er Solaranlagen auf seinem Dach installieren möchte. Er sucht nach regionalen Installationsunternehmen und entscheidet sich für Enerix Karlsruhe. Diese Installationsfirma liegt ganz in der Nähe und ist gut bewertet, weshalb er direkt eine Anfrage senden möchte. Er entscheidet sich für Photovoltaikanlagen, er hat ein schräges Hausdach der Größe von 40 Quadratmetern und uploadet noch schnell ein Bild, damit das Unternehmen bessere erste Vorschläge ausarbeiten kann. Er gibt noch schnell seine Adresse ein, akzeptiert die Datenschutzbestimmungen und schickt die Anfrage ab. Die andere Alternative wäre natürlich, in ein anderes Projekt zu investieren. Deshalb guckt er unter regionalen Projekten und findet direkt ein Projekt, das ihm schon bekannt ist, das Projekt Next to Sun. Er findet das Konzept der vertikalen Photovoltaikanlagen zwar gut, jedoch gefällt ihm der Gedanke an eigene Solaranlagen auf seinem Dach besser, weshalb er sich gegen das Projekt entscheidet. Eine Frage bleibt noch offen: Was sagen denn die Karlsruher Stadtwerke zum Thema eigene Solarzellen auf dem Dach? Dies möchte er kurz im Diskussionsforum nachfragen. Doch im Moment kommen seine Kinder zur Tür herein, weshalb er seine Recherche beenden muss.